Ja, dann, let's go. Heimat! Jetzt hast du leider. Ich hätte nämlich tatsächlich mal eben die repariert. Wen repariert? Meine Schuhe. Das war ja der Hintergrund, warum ich sagte, ich brauche ein paar von den roten Ja, okay. Milben. Hast du mal eben Milben? Kann ich reparieren. Alles klar, danke. So, guck Reparier mal mal hier, eben. repariere ich die Schuhe. Ich habe mir nämlich extra schon so ein Viech da zusammengegammelt, weißt du? Jetzt kann ich mir die Schuhchen wieder anziehen. Alles klar. Maulwürde. So, nächster Halt ist dann Burgle, ne? Okay. Ja, Willst du mal Burgle? du wolltest, Ach ja, deinen Speer duplizieren. ja, und was ist mit Thors Pedant? Willst du das auch haben, wenn wir es leisten können? Ja, kannst du holen, muss jetzt aber nicht. Achso, ich kann ja sowieso nicht, ich muss ja sowieso erstmal einmal ganz kurz N drücken. Das ist sowieso immer gut und wichtig. Also ich soll dir den Spieß jetzt verbessern, ja? Also ich soll dir den herstellen, sagst du. Den Klon. Ja, macht frische ja Sinn, Spieß. ne? Also warte mal, hast du den auch schon auf mit höchste Stufe oder sollen wir den noch eben einen höher machen? Also Weiß ich meiner ist nicht. auf Stufe 8. Er könnte noch Ja, dann. eine Nee, ja, nee. gebrauchen. Geht aber, glaube ich, nicht, weil dafür bräuchten wir noch. Das haben wir nicht mehr. Wir bräuchten 10. Glitzernde Käferpanzer. Ach, haben Haben wir wir die nicht auch mehr. nicht mehr? Ach, Nein, ja. haben wir keine mehr. Mach da mal eben durch. Mal kurz die Hunde tippen hier rum. Gib mir mal eine Sekunde. Naja, ich wurde hier eh gerade von einer Wolfsspinne angegriffen. Hör mal, Börgel, was ist mit dir? Ich rede mal nicht mit Börgel, besser ist, ich rede nicht mit Börgel, oder? Börgel! Was denn? Haben wir denn schon? Ja, 20.000 Limit, das haben wir. Also, was hat er gesagt? Er will den frischen Stab haben, ne? Den rostigen Speer will er haben, ne? Okay, dann nehmen wir mal den rostigen Speer. Das kostet gerade mal hier 2.900 Punkte. 46.000 haben wir, alles klar. Kriegen wir hin, oder? Nur ein Hund tippelt hier oben, war ja klar. So, 2.900 pure Wissenschaft. Jawohl, gehen wir aus, wird Weg vervielfältigt. damit. Und wir haben einen neuen Stab der Stufe 8. Wuhu. Während, wenn ich jetzt das flauschige Pusteblümchenbüschel, ne, Ja. verdopple, das kostet 5.000. Aber weißt du was? Ist mir egal, mache ich trotzdem. Pusteblümchen verdoppelst. Ja, das flauschige Pusteblümchen. Nicht das nochmal, also. Ach so. Ja, okay. Wenn ich Thors Pedant mache, das kostet 7.500. Ja, mach. Also willst du haben, ja? Da muss aber auch dann tragen. Ja, trage ich. So, dann kann ich die ja jetzt wegschmeißen, ne? Was jetzt beides gemacht hast. Ja, alle drei Bonusjob. Sachen, die ich Klar, jetzt schmeiß für weg. Zehntausende von Punkten ausgegeben habe, die schmeiße ich jetzt weg. Ja, schmeiß weg. Braucht keiner. Eben. Eieieiei. Hast Aber du du schon. kommst zurück, das ist schon mal gut. Ja, natürlich. Was habe ich schon? Hast du für den Spinnenangriff schon alles vorbereitet, dass ich eigentlich nichts mehr machen muss? Das käme mir sehr entgegen, dann war, dass wir jetzt Gas geben können. Ja, wie du magst. Also ich würde es gerne machen heute, aber müssen wir jetzt auch nicht. Also wir können auch Donald irgendwie morgen nochmal die kleine Session einbauen. Nee, morgen ist Muttertag, Hasenzahn. Da bin ich. Also da müssen wir vormittags machen, weil nachmittags bin ich unterwegs. Ja, alles klar. Also ginge, habe ich kein Problem mit, sagen wir 6 Uhr. Also gleich. Aber wenn du willst, können wir natürlich. Wir sind jetzt genau bei 4 Stunden, also 4:1. Ja. Könnten wir einen Schnitt machen, weil dann kann ich endlich auch mal mir meinen Spargel noch schälen. 22 Uhr, 16. Okay, aber dann machen wir morgen die Brotmutter und dann gucken wir uns ein Dann entspanntes müssten wir Spielende an. morgens Vormittag müssten wir uns dann zusammensetzen, weil wie gesagt, ne, ich Ja, kann können so wir bis machen. 14 Uhr maximal. Machen wir, weiß ich nicht, 11. Ja, können wir machen. Kein Problem. Ja.
Ah, weißt du was? Was denn? Dann haben wir ja alles, ne? Dann bereiten wir morgen in Ruhe alles vor. Ja, also im Prinzip, ich bin hier schon startklar. Ja, du hupst ja seit Wochen. Zeit, dass es losgeht. Hast du mitgekriegt, wie viel frische Apfelbrocken ich gefunden habe für dich? Nein. Gut. 18 Stück, zigmal Salz. Ja. Ja, klasse. Wollen wir uns in die Dampfsauna setzen und Tschüss sagen? Boah, Kinders, wir haben jetzt 4 Stunden am Stück aufgenommen. Das war die längste Aufnahmesession, glaube ich, die wir jemals in Grounded am Stück hatten. Haben heute gekämpft gegen die Wespenkönigin. Haben heute gekämpft gegen die Javamatix-Angriffe. Und genau. Mehr haben wir eigentlich nicht gemacht, ne? Also 4 Stunden für 2 Kämpfe. Ja, 3. Wir haben die Wespenkönigin aber 2-mal gemacht. Ach ja, richtig, genau. Das reißt es natürlich raus. Also jede Stunde ein Kampf plus Vorbereitung. Kinders, wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Also, wenn es euch gefällt, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Sagt es weiter. Ein bisschen, was kommt ja noch? Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Da werden wir uns dann mit der mutierten Brutmutter beschäftigen, die gerade erst ins Spiel eingezogen ist hier in unseren Garten. Und werden mal gucken, ob wir auch diesen Bossgegner gelegt bekommen. Und dann werden wir wahrscheinlich die Geschichte abschließen und hoffentlich wieder groß. Und dann kann ich Hups in der Schule wieder ärgern. So machen wir das. Ja, und jetzt wünschen wir euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt uns gewogen. Und wir sehen uns zu einer neuen Runde von Grounded. Fussel, das ist keine 12 Stunden her. Da saßen wir noch zusammen. Jetzt geht's weiter. Ja, warum auch nicht, weißt du? Wir wollen ja weiterkommen. Ganz genau. Ich habe zwar das Gefühl, dass es morgen wieder ein Update gibt, mit dem wir nochmal 5 Stunden hier reinbuttern können, aber machen wir dann natürlich auch. Also, ne, wenn noch ein Content kommt, den nehmen wir mit. Aber wir sind ja jetzt schon wirklich am Ende. Da haben wir ja schon weit über 200 Folgen. Wahrscheinlich sogar weit über 300 mittlerweile. Ich weiß nicht, wie weit wir noch im Rückstand sind mit dem Hochladen. Nö, 300 schaffen wir nicht. Ja. Das werden wir nicht schaffen. So, mach ich jetzt platt hier unten, kleine Bitch. Ja. Lumi, ist aufgefallen, uns fehlen noch 2 der Klasse 3 Gerichte, aber ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung. Angeblich kann man die bei Burgle kaufen, aber Burgle hat nichts mehr für uns. Wir haben aber doch auch alle Chips schon abgegeben, oder nicht? Haben wir denn noch irgendeinen Chip? Nein, ne? Was hätten wir denn? Den Heckenlabyrinth-Chip, den haben wir nicht. Die ganzen Super-Chips haben wir abgegeben. Ameisenlabor haben wir abgegeben. Den haben wir abgegeben. Den hier haben wir abgegeben. Den neuen haben wir doch auch schon abgegeben, oder nicht? Ich weiß das doch alles nicht mehr. Aber wie gesagt, die Gerichte, die waren ja nicht der neue, oder? Burgle! Ich muss mal mit Burgle reden. Kann ich aber nicht machen, weil wenn ich jetzt mit Burgle rede... Was war denn mit der Super-Duper-Maschine? Wo mussten wir das denn abgeben? Hier ist die mysteriöse Maschine, da müssen wir hin, ne? Na, dann kann ich auch mit Burgle reden. Komm, Burgle, ich quatsch mit dir. Einfach mal auf gut Glück, weißt du? Einfach mal mit der alten Blechdose reden. Burgle! Ja, denk ich auch immer. Komm mal her, Burgle, komm. Burgle! Was au? Ja, Stammkundschaft ist die beste Kundschaft, da hast du recht. Wie kann ich dir heute helfen? Ich habe einen Hilfschip gefunden. Kann das sein, dass wir einen Chip noch nicht abgegeben haben? Macht er auch. Er schiebt sich den schön in den Schädel. Zum Glück in den Schädel. So, auf Wiedersehen, Burgle. Sonst hat er nämlich nichts. Ja, das ist immer dieses Hektisch, weißt du? So. Was haben wir denn? Sezierexperte. Burgles Anweisung, wie man Kreaturen erntet, gibt dir das Wissen, wie du seltene Tiere häufiger erhalten kannst. Ich kaufe das mal, ne? Ja. So, dann gibt es noch ein Kochbuch. Ja, guck mal, das sind auch die beiden Gerichte, die mir noch gefehlt haben. Staubtaschen und Wespentopf. Ich kaufe das mal, ne? Ja, klar, hör mal. Ja, damit. Staubtaschen, so. Wespentopf, da haben wir es. Alles klar. Du musst da eben den Zahn an der Schubkarre holen, ne? Denk da bitte dran. Dann baue ich mich da hoch. Aber ansonsten nix da. Ja, mach ruhig. Also ich werde da nicht nochmal hochklettern und runterspringen und dann wieder daran vorbeizufliegen. Aber es fehlen immer noch 3 Sachen. Und ich weiß nicht was. Aber es kann ja nicht sein, dass wir jetzt schon wieder 5 Sachen erforscht haben. Du sagst, es fehlen immer noch 3. Also da müssen wir vorher mehr gefehlt haben.
Nein, es gibt tatsächlich drei Sachen in der Übersicht, wo noch ein Fragezeichen ist. Kann ja nichts dafür. Keine Ahnung. Aber ich auch nicht. Man mag mir das bitte nachsehen, dass ich nicht in der Lage bin, das hier alles zu vergleichen, weil es gibt meines Kenntnisstandes nach keine Rohstoffliste, wo man dann eins für eins abhaken kann. Und das sind über 130 Dinger hier. Und ich kann mir nicht merken, ob ich dann Kaugummi-Stückchen schon hätte. Also ehrlich, ich habe die Zeit dafür nicht. Und so lange online, und ne, das kann ich nicht. Das geht nicht. Sehr nicht. Ja, aber mich ärgert natürlich schon, weil dann haben wir ja keine 100%, ne? Und das ist ja wichtig. Ich weiß nicht, was da fehlen könnte. Ehrlich, ich weiß es nicht. Ich habe auch das Gefühl, es fehlt noch irgendein Smoothie, oder? 2, 4, 6, 7? Waren das nicht 8 Smoothies? Gut, zugegeben, es fehlen natürlich auch noch hier so ein paar, ne? So Federn und Co. Das fehlt noch. Diese Abzeichen dafür. Processing. Aber den Minzspeer, den hast du noch, ne? Den duplizierten. Den Minzspeer, den duplizierten? Dein Duplikat? Nein, das habe ich alles weggeräumt. Wohin denn? Weißt du das? Ja, gestern wusste ich das noch. Ich hatte es dir gestern sogar gesagt, dass ich dir das in eine Kiste geräumt habe. Aber welche Kiste war das nochmal gleich? Ja. Richtig. Genau, jetzt wo du es sagst. Ich hatte das alles weggeräumt. Ich suche. Also es war nicht die Kiste unten. Nee, in den Betten nicht. Da auch nicht. Guck mal in die Rezeptekiste. Das macht zwar keinen Sinn, aber das war die erste Kiste, die mir einfiel. Und Thors Anhänger. Ja. Den nehmen wir dann auch mit, den Anhänger. Und nutzen den auch im Kampf. So. Den Vespidot hattest du noch, ne? Den Smoothie? Ja, den habe ich auch noch, ja. Der steht hier oben, du hast den entdeckt. Weiß ich nicht, weil ich habe den jetzt nicht das erste Mal hergestellt. Mhm. Oder meine ich nämlich auch. Ja, wer weiß. Die anderen brauchst du aber alle, ne? Ja. Ich habe mir nur kräftiger Felspelz gemacht, dass ich davon 20 Stück habe, die mir reinpeppern kann. Ganz genau. Ah, ich brauche aber auch nochmal Faserverband, auch sehr wichtig. Zack, zack, 15 Faserverband dabei. So muss es sein. So und nicht anders. Noch 44 Minuten. Dann sind unsere Muskelsprossen wieder gewachsen. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir die eigentlich nicht mehr brauchen werden. Im besten Fall. Im schlimmsten Fall müssen wir nochmal den Mantis killen, damit wir nochmal so ein mutierte Brutmutter-Sandwich machen können. Ja, wir machen das schon. So. Haben wir, ne? Was hast du gesagt? Die alte, die steht auch frisch, ne? Mhm. Gut. Dann nehme ich mal frische Pfeile. Frische Pfeile. Was haben wir denn hier? Einen schönen Minzpfeil, wa? Können wir den herstellen? Ja, das können wir gerade so herstellen. Alles klar. Komme ich damit aus? Nee, ne? Das ist die andere Frage, ne? Trink das. Ach, wir haben nicht genug Federpfeile, deswegen. Alles klar. Na gut. Minzstab? Weiß ich nicht. Den habe ich ja Minz. Also, ich habe eine Minz-Nahkampfwaffe. Die müsste aber jetzt mal repariert werden. Sicher ist sicher. Komm, wir reparieren die einfach. Scheiß doch drauf.
So. Ich die Sense, hab ich die Armbrust. All geared up. Das wird gleich ein harter Kampf, Fussel. Mach dich auf was gefasst. Ach, der wird ganz billig, wird der. Aber dass man irgendwas baut in der Arena, was uns von Vorteil sein kann, fällt dir da was ein? Du kannst in der Arena nichts bauen. Ach so, ja, dann kann da auch nichts von Vorteil sein. Ne. Ich verstehe, mein Liebling. Ist leider so. Geht leider nicht. Kann man noch Sprengpfeile mitnehmen? Ja, denke ich schon. Das macht Sinn, ne? Für alle da draußen, der Witz dahinter ist, dass die Gute sich durch Sprengattacken heilt. Warum auch immer. Weil sie es kann. Irgendjemand hat das festgelegt und dann ist das wohl so. Warum haben wir eigentlich keine glitzernden Käferpanzer mehr? Himmeliges Riesensandwich, weil wir den aufgebraucht haben. Ich kann so nicht arbeiten. Sind die teuer zu duplizieren? Ja, bestimmt. Sonst würde ich da echt alle Wissenschaftspunkte reinknallen, damit wir davon welche haben. Gut, dass du dieses Spiel hier nicht beherrschst. Warum haben wir... Du, ich habe doch Holzsplitter mitgebracht, oder nicht? Ich habe doch Holzsplitter gesammelt. Sind vielleicht noch drüben in der Truhe. Weil da hattest du auf jeden Fall Holzsplitter mit hingenommen. Du weißt schon, dass ich so nicht arbeiten kann, ne? So, was ist denn jetzt? Also ich habe noch Splitterpfeile. Wenn 23 könnte ich dir abdrücken, dann habe ich noch 45, aber ich will ja Nahkampf. Nee, ich habe 42 Stück und ich habe auf frische Pfeile noch gesetzt. Die sind halt, ne, Element und ich habe meine Elementwaffe. Okay. Und dann wollen wir mal gucken, was die alte so von sich gibt. So. Okay, dann hole ich mir jetzt mal noch meine Smoothies ab. So. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. So, du hast ein Gericht noch? Oder nee, du machst gerade noch ein Gericht für dich. Alles klar. Ich mach für uns. Also kannst du gerne machen. Ich habe auf jeden Fall noch ein Gericht. Und zwar einen Nashornkäferburger habe ich noch. Tastes good. So. Was haben sie gegessen? Was? Hättest du mir gesagt, tastes good. Als ob du... Ich hab was gegessen hättest. Ich hab einen Tropfen Wasser getrunken. Achso. Was erlaubt. So, jetzt habe ich mir eine Laus organisiert. Mhm. Die werde ich mir jetzt auf den Grill legen. Sicher ist sicher. Weiß ich, gehe lieber satt in den Kampf. Ungeachtet dessen, dass ich ja noch was essen werde, aber. Das ist es nämlich. Ah. Wie die beiden sich auch schön entspannt hierhin quarzen, ne? Das ist ja, schön. Ja. Haben ja sonst nichts zu tun, die beiden. Nimmst du das Gericht für die Spinne mit? Ist das nicht gecraftet? Ich hab's nur aus dem Ofen geholt. Und natürlich dahin gelegt, wo es hingehört, ne? Obwohl wir es in einer Minute gebrauchen. Ja, aber ich mach mir mein Inventar nicht mehr voll. Weißt du, dann kannst du die rufen, dann bist du nämlich auch schuld. Wenn wir tot sind, kann ich sagen, ja, du hast sie doch gerufen. Weißt du? Ich hätte das doch nicht gemacht. Ich bin doch nicht bescheuert. Warum soll ich denn Bossmonster rufen? Hallo? Habe ich blöd auf der Stirn stehen? Nö. Mann, ey. Weißt du, was mich interessiert? Nö. Wie viel Leben haben denn so die anderen Bosse von Grounded? Wir wissen ja jetzt, dass die mutierte Brutmutter mehrere Phasen hat. Mhm. Mit immer mehr Leben. Mhm. Deswegen würde mich da jetzt schon mal interessieren, zum Beispiel die Wespenkönigin, wie viel Leben die Gute denn hat.
Ja. Muss ich noch irgendwas sagen? Nö, ne? Du weißt, wo du gucken kannst. Ja, das weiß ich. Ich weiß aber auch, dass es da nicht steht, sondern da stehen ja ganz viele andere Dinge drumherum. Da steht ja auch nicht einfach nur das Feld mit so viel Leben, so viel Resistenzen oder Schwächen hat sie, sondern du findest ja einfach nur einen Fließtext auf der Seite.